Yay, wie lange Zeit. Ich habe irgendwie schon länger nichts mehr von mir hören lassen und das war irgendwie ein bisschen still auf dem Kanal, weil, keine Ahnung, es war relativ viel los im Privatleben. Komische Geräusche. Es war relativ viel los im Privatleben und da habe ich noch meinen Abschluss gemacht. Jetzt bin ich nicht nur magistriert, sondern auch noch masteriert. Ja, dann war ich relativ lange relativ untätig allgemein, weil es irgendwie, bla, man hatte halt einen Hänger. Aber ich bin jetzt, weil es so schön ist, noch ein drittes Mal dabei zu studieren. Diesmal Biologie und Latein. Das könnte auch erklären, warum es letztes Mal dieses Grammatikvideo irgendwie gab mit dem Lokativ, wo ich dann eigentlich mehr auf nicht-asiatische Sprachen eingegangen bin. Und das wird jetzt demnächst öfters passieren. Das Tolle ist, ich mache Latein nicht so ganz gerne und freiwillig, das ist jetzt nicht so toll. Aber ich muss ein Graecum machen. Und weil ich aber sowieso schon immer Altgriechisch lernen wollte, ist das eigentlich so der super coole Teil an meinem Lateinstudium. Und ich bin natürlich noch ziemlich am Anfang. Ich habe jetzt ein Semester durch. Es ist ungewohnt, mal wieder eine Sprache zu haben, wo man Konjugationen und Deklinationen und verschiedene Zeitformen und Präpositionen und unregelmäßige Verben und Holy Christ, also echt allmöglichen Scheiß hat. Da muss ich mich erstmal wieder reinfinden. Bei Latein scheitere ich gnadenlos, was aber wahrscheinlich mit daran liegt, dass ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Altgriechisch läuft relativ okay-ig. Um mir so ein bisschen Motivation wieder mit zu verschaffen, habe ich jetzt angefangen, nebenbei ein bisschen Spanisch zu lernen, weil, keine Ahnung, das kann man machen, das geht relativ locker weg und man sieht Erfolge dabei und das ist dann auch wieder motivierend. Ja, sonst allgemein motivierend, auch Biologie ist sehr motivierend auf jeden Fall, das macht auch ziemlich viel Spaß. Ja. Und also das heißt jetzt nicht, dass ich Asien irgendwie so komplett über Bord werfe. Ich werde schon asienrelevante Bilder machen, Videos, also bewegte Bilder. Und ich werde aber trotzdem irgendwie versuchen, so eine, sagen wir mal, Lerndokumentation zu machen von Griechisch. Also ich mache für euch Videos, wo ich versuche, euch Altgriechisch zu erklären. Die sind dann nicht unbedingt so qualitativ hochwertig, weil ich selbst noch wirklich nicht so viel Ahnung von der Sprache habe. Aber ich versuche es so gut wie möglich zu machen und mir selbst hilft es ja auch, um die Sprache eben ein bisschen besser zu verstehen. Ihr könnt gerne feedbacken, falls das jemals jemand gemacht haben sollte von euch irgendwie zu meinen Videos. Das Problem ist, ich bin super schlampig, was solche Sozialnetzwerksachen angeht. Und ich lese eure Kommentare, aber ich nehme keine Stellung dazu. Was jetzt echt nicht böse gemeint ist, sondern was halt irgendwie einfach daran liegt, dass ich da nicht so der Typ für bin. Aber trotzdem lasst euch nicht aufhalten, irgendwie, egal in welche Richtung, gut, schlecht, blackigs, was hinzuschreiben. Wenn das was Schlechtes ist, dann achtet doch bitte darauf, dass es konstruktive Kritik ist. Die ist allgemein immer so die beste Art von Kritik, die man irgendwie kriegen kann. So ein Scheiße ist jetzt nicht so der Burner. Ja, das war es eigentlich schon. Also wenn ich super motiviert bin, dann werde ich vielleicht sogar mal so ein, zwei Biologie-Sachen machen. Aber das wäre dann so vollkommen aus dem Kontext raus. Und wenn ich was über Altgriechisch oder Grammatik im Allgemeinen oder Latein mache, dann ist es wenigstens noch irgendwie im sprachlichen Bereich mit drin. Oder
im weiteren Sinne auch im kulturwissenschaftlichen Bereich. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, ob ich da viel bringe oder nicht so viel bringe. Hauptsächlich soll es ja doch irgendwie schon eher asienaffin sein, aber auf der anderen Seite mache ich in dem Bereich da ein bisschen weniger. Naja, wir gucken einfach.